Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen heute zu später Stunde das Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen, das auch wir unter dem Kürzel PsychVVG kennen. Wie so viele Gesetze hat auch dieses Gesetz einen reichlich sperrigen Titel. Jedenfalls ist er nicht so peppig wie Pep. Es ist aber sehr ambitioniert und es hat auch eine lange Entstehungsgeschichte hinter sich. Während PEP das alte Vergütungssystem mit seinen intransparenten Budgets zugunsten eines durchgängigen, leistungsorientierten und pauschalierenden Vergütungssystems auf der Grundlage von tagesbezogenen Entgelten ablösen sollte, kommt mit dem PsychVVG nun eine Regelung, die beide Systeme kombiniert. Man könnte, wie ich finde, auch sagen, es kommt einer Quadratur des Kreises gleich. Zur Geschichte dieses Gesetzentwurfs gehört auch das Eckpunktepapier aus dem sogenannten strukturierten Dialog, den die Bundesregierung und die Regierungskoalition mit den Berufsverbänden und den Partnern des Gesundheitswesens 2015 und Anfang dieses Jahres geführt hat. Es hat sich gelohnt. Das Gesetz hat die weit überwiegende Zustimmung der Beteiligten und der Betroffenen gefunden. Das hat schon Seltenheitswert, gerade im Gesundheitswesen. Dieser Konsens, vor allem mit denjenigen, die es betrifft, ist politisch auch schon ein Wert an sich. Ich möchte deshalb nicht versäumen, den ganz persönlichen Einsatz von Bundesminister Hermann Gröhe hervorzuheben und ihm und seinem Haus sehr herzlich zu danken. An dem mit PEP verfolgten Ziel, die Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Krankenhäuser leistungsorientiert und mit der verbesserten Transparenz über das Leistungsgeschehen in diesen Einrichtungen auszugestalten, halten wir mit dem PsychVVG fest. Doch die bislang vorgesehene schematische Konvergenz zu landeseinheitlichen Preisen entfällt. Stattdessen stärken wir die Verhandlungskompetenz der Vertragsparteien vor Ort. In Abkehr von PEP wird das Entgeltsystem, das die Vertragsparteien auf Bundesebene ausgehandelt haben, nun als Budgetsystem ausgestaltet. Die bislang vorgesehene Anwendung als Preissystem wird aufgegeben. Wir erwarten von diesem Entgeltsystem, dass es leistungsorientierte Budgetvereinbarungen ermöglicht. Zusätzlich erwarten wir mehr Transparenz über das Leistungsgeschehen. Die Kalkulation des Entgeltsystems und seiner bundeseinheitlichen Entgelte erfolgt weiterhin auf der Grundlage empirischer Daten unter Verwendung der Kostendaten der Kalkulationshäuser. Deren bisherige Arbeit war somit nicht umsonst. Mit Unterstützung dieses bundesweiten und empirisch kalkulierten Entgeltsystems wird das Budget der einzelnen Einrichtungen vereinbart. Hierbei werden regionale und strukturelle Besonderheiten in der Leistungserbringung berücksichtigt. Einen besonders hervorzuhebenden Baustein für die Budgetfestsetzung bilden hier die Personalkosten, was bei der Psychotherapie als sprechende Medizin allerdings ja auch nahe liegt. Von 2017 bis Ende 2019 wird die Psychiatrie-Personalverordnung scharfgestellt und ab 2020 durch verbindliche Mindestvorgaben abgelöst, die der GBA im Rahmen der Richtlinien zur Qualitätssicherung festlegt. In Verbindung damit ist zu sehen, dass die Einrichtungen gegenüber den Kassen und auch gegenüber dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, dem INEC, die tatsächlichen entstandenen Personalkosten und die besetzten Stellen nachzuweisen haben. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart worden, dass das Entgeltsystem auch die sektorenübergreifende Behandlung fördern muss. Mit dem PsychVVG wird nun die Möglichkeit eröffnet, dass psychiatrische Krankenhäuser mit regionaler Versorgungsverpflichtung und Allgemeinkrankenhäuser mit selbstständigen psychiatrischen Abteilungen unter bestimmten Voraussetzungen eine, wie es im Gesetzestext heißt, stationsäquivalente psychiatrische Behandlung durchführen können. In Fachkreisen ist dies besser unter dem Begriff Home Treatment bekannt. Eine sektorenübergreifende Behandlung im eigentlichen Sinne ist das Home Treatment ja nicht, aber ist dennoch ein Einstieg der vorsichtigen Art.
Im Rahmen der parlamentarischen Beratung haben wir aber auch immerhin zwei Bremsklötze gelöst, indem wir die Erfordernisse einer akuten Krankheitsphase und eines kompensatorischen Bettenabbaus gestrichen haben. Das PsychVVG hat sich im Laufe der Beratung außerdem zu einem Omnibusgesetz entwickelt. Und dazu wird es auch weitere Ausführungen noch von meinem Kollegen Rainer Mayer geben. Ich empfehle, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Nur ganz kurz zum Antrag der Grünen. Ich glaube, wir haben einige Forderungen, die Sie dort in Ihrem Antrag gestellt haben, umgesetzt. Die Schiedsstelle für Soziotherapie sei angeführt und auch der Nachweis der Personalstandards. Und insofern ist es aus meiner Sicht unberechtigt, diesem Gesetz jetzt eine Unzulänglichkeit zu bescheinigen. Und insofern lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Harald Weinberg für die Fraktion Die Linke.